die Tischmanieren waren ja, glaube ich, früher immer so eine Sache, die relativ hochgehalten wurden. Ne? Da hat mir nämlich Giovanni auch was erzählt. Du musstest mit Büchern unterm Arm essen. Oh. Okay. Bücher unterm Arm essen und dann noch einen Spiegel vor dem Teller, damit ich sehen kann, was für ein Schwein ich bin. Oh, ja. Also so weit ging es bei uns nicht. Das hat mir meine Mutter immer erzählt, dass sie mit Büchern unterm Arm sitzen. Da gab es auch eine Belohnung danach. Oh ja. Jetzt muss der übliche Spruch kommen. Und hat es mir geschadet? Antwort: ja. Judith, so ist das in einer guten Ehe. Ja. Du meinst, weil ich noch nicht so lange verheiratet bin, aber du bist gar nicht verheiratet. Du kannst eigentlich gar nicht mitsprechen. Ich kenne das vom Hörensagen. Achso, okay. Stimmt es, dass sich Pinguindamen prostituieren? Ja, das stimmt allerdings. Und, aber auch nicht jede. Wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Wenn Sie jetzt einen Adelie-Pinguin nehmen, dann baut der Mann das Nest und dann kommt das Weibchen und sagt, ja, ja, hast eine schöne Hütte gebaut hier. Und dann paaren die sich und legen Eier. Und noch vorher geht aber das Männchen immer weg und bringt dann neue Steine zum Nest. Und während das Männchen weg ist, kann es passieren, dass halt ein fescher Junggeselle von nebenan kommt und dem Weibchen auch einen Stein hinlegt und dafür darf er dann mal. Wer Schotte hat, kriegt die Frau. Genau. Und ihr ganzes Haus, hat sie erzählt, ist komplett voll mit Pinguinen. Also in jeglicher Form. Sogar die Klobürste sei ein Pinguin. Giovanni, auf deinem Gästeklo steht eine Klobürste in Adolf Hitler Form. Du musst alles verraten heute. Wer hat dir die geschenkt? Das ist aber ein Kunstwerk, muss ich dazu sagen. Ja? Kunstwerk der Künstler Böhninger und Blau. Auch geschenkt bekommen. Konntest dich nicht wehren. Ich habe es sogar erworben und als mein Patenkind noch sehr klein war und diese Bürste sah, sagte er ganz erfreut: Papa. Oh je, oh je. Also, wenn man dieses Bild sieht, sind Sie das ganz und gar oder ist da vieles retuschiert worden? Sind die Haare zum Beispiel echt? Ja. Ganz keine Extensions? Nein. Fingernägel echt? Ja. Augen, Wimpern? Ja, heute nicht. Nein, damals, ja doch, 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 da war's. Giovanni fragt jetzt alles ab, was ich ihm vorher gesagt habe, was alles was falsch sein könnte. Es gibt ja noch viel mehr. An sich darf man mit Judith kein einziges Vorgespräch führen, weil alles, was man ihr erzählt, gibt sie preis in der Sendung. Nee, alles nicht, Giovanni, Vorsicht, alles nicht. Es gibt noch schlimmere Geschichten.